Die Olympischen Winterspiele sind gerade erst vorbei. Jetzt folgen nur noch die Paralympics. Ich habe mich gefragt, welches Tier es mit den Disziplinen des Menschen aufnehmen kann. Das ist mein Ergebnis. Green World Facts TV präsentiert die Olympischen Spiele. Tierreich versus Mensch. In der ersten Disziplin, dem Sprint, tritt der wohl schnellste Mensch der Welt, Usain Bolt, gegen seine Konkurrenten, dem Geparden und der ganz normalen Hauskatze aus dem Tierreich an. Usain Bolt stellte 2009 mit einer Geschwindigkeit von 54,72 km/h auf 100 Meter den Weltrekord im Sprinten auf. Der Gepard kann da nur drüber lachen. Doch selbst die Hauskatze topft die Geschwindigkeit mit 48 km/h. Der Gepard kann in den weiten Steppen bis zu 103 km/h erreichen. Aber Usain sei nicht traurig. Als zweite Disziplin steht nun das Schwimmen an. Die Teilnehmer sind der Mensch Florian Manado und im Tierreich der indopazifische Fächerfisch und der Delfin. 2014 brach der Franzose den Weltrekord mit 8,4 km/h. Unerreichbar für andere Lebewesen? Wohl kaum. Der Delfin schafft im Wasser eine Geschwindigkeit von 40 km/h. Der Fächerfisch schlägt das aber noch mit 110 km/h. Na dann gibt es wohl auch hier nur Bronze für die Spezies Mensch. Wenn ich jetzt wann dann wenigstens im Gewicht heben, sind wir vielleicht mal führend. Es treten an der Georgier Lascha Talaskis, der Gorilla, die Ameise und ein Nashornkäfer. Eine Ameise und ein Käfer, wie sollen denn die gewinnen? Die sollten aufpassen, dass sie nicht zu ertreten werden. Im vergangenen Jahr brach auch Lascha Talaskis einen Weltrekord. Und zwar hat er ganze 473 Kilogramm gehoben. Der Gorilla schafft das jedoch ganz locker. Er schafft ganze 900 Kilogramm. Die Ameise kann das 50-fache ihres eigenen Körpergewichtes stemmen. Doch auch das ist noch zu schlagen. Der Nashornkäfer schafft das 850-fache seines eigenen Körpergewichts. Mal ehrlich, der Georgier hat dagegen doch keine Chance. Er müsste mindestens 8300 Kilo stemmen, um die Ameise zu schlagen. Um den Käfer zu schlagen, müsste er 96.280 Kilogramm heben. Das ist viel. Nun kommen wir also weiter zum Springen. Gegen die Tierwelt treten an der kubanische Weltrekordhalter im Hochsprung Javier Sotomayor und der Weltrekordhalter im Weitsprung Bob Beamon. Gegenüber stehen das australische Känguru und der Floh. Ich halte mich wegen der Größe zurück, denn bereits im Duell vorher haben wir gesehen, dass klein nicht gleich schlecht heißt. Ach so, ihr seht ihn gar nicht. Ja, da ist er doch. Ich sag nur klein, aber oh. 1993 springt Javier unglaubliche 2,45 Meter hoch und brach damit den Weltrekord. Das Känguru kann das mit 3 Metern gerade so überbieten. Aber auch die Messlatte für den Weitsprung legt das Känguru mit 13,5 Metern hoch. Bob brach 1968 den Weltrekord im Weitsprung mit 8,9 Metern. Also deutlich unter dem Känguru. Der Flo allerdings kann verhältnismäßig gesehen noch höher und weiter. Er toppt alle bisherigen Werte im Springen. Denn obwohl er nur 2,5 mm groß ist, schafft er es doch, ganze 50 cm weit zu springen. Nun, nach der mittlerweile vierten Niederlage in Folge kommen wir nun zu einer eher Olympia-untypischen Disziplin. Das Luftanhalten. Auf der Seite des Menschen steht niemand Geringeres als der Schweizer Peter Collat. Gegen ihn tritt an der antarktische Seeelefant. Peter Collat brach 2011 mit 21 Minuten und 33 Sekunden die Luft anhalten, den Rekord. Aber das ist nichts gegen den Seeelefant. Er hält die Luft ganz 2 Stunden lang an. Nun, dann schafft der Mensch es vielleicht im freien Fall die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Nein, selbst da kommen wir nicht gegen den Wanderfalken an, der ein Höchsttempo von 230 km/h erreichen kann.
Uiuiuiui. Vielleicht ist es möglichst, wenigstens in der Kategorie, wer ist der Langsamste zu punkten. Ach nee, wenn ich schon die Teilnehmer sehe, dann lassen wir das lieber. Wer bitte kann ein Faultier in Punkten Langsamkeit schlagen? Wisst ihr, wobei Faultiere am meisten sterben? Die Hälfte der Faultiere sterben beim Klogang. Denn da müssen sie auf den Boden. Und aufgrund ihrer Langsamkeit bieten sie eine schöne Beute. Aber wir sind nicht traurig. In einigen Punkten schlägt uns die Tierwelt. Aber können die Tiere skateboarden? Ja gut, aber surfen kann doch wirklich kein Tier. Und Fußball spielen? Ja, verdammt, ich hab's kapiert, die Tiere sind besser als wir. Das waren die Olympischen Spiele, Tierwelt versus Mensch. Vielen Dank für das Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das doch einfach mit einem Like. Weiterhin danke ich allen Abonnenten für mittlerweile 22 Abonnenten. Ich freue mich, dass ihr mich so unterstützt. Wenn ihr mich noch mehr unterstützen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr die Werbetrommel rührt und meinen Kanal weiterempfehlt. Freue mich auch über jeden neuen Abonnenten, denn das zeigt mir, dass ich etwas mit meinen Videos erreichen kann. Vielen Dank und auf Wiedersehen.